Also, hallo nochmal und herzlich willkommen hier bei den Style Coaches. Mein Name ist Sven Henschel. Meine Passion sind Haare und zum Thema Haare gibt es natürlich immer ganz, ganz viel zu sagen. Und ihr habt uns in den Kommentaren ganz oft schon zu Calligraphy Cut einfach gefragt, was das ist und was das macht. Und ja, dann habe ich einfach mal mir den Erfinder von Calligraphy Cut zum Interview eingeladen und das ist der Frank Prohmann. Hallo Frank, grüß dich. Hallo Sven, es ist sehr, sehr schön zu hören, dass es viele User bei dir gibt oder Zuhörer, Zuschauer, die sich für den Calligraphy Cut interessieren. Und das ist mir natürlich eine ganz besondere Freude, das heute allen etwas näher zu bringen und auch für alle Fragen zur Verfügung zu stehen. Schön, dann stelle ich dir vielleicht erstmal die Frage, ja, du bist ja Friseur oder bist du Erfinder oder bist du beides? Vielleicht kannst du uns erstmal einfach ein bisschen was zu dir erzählen. Ja, also ich bin mit 15 Jahren in die Friseurausbildung gegangen. Heute bin ich 56. Ich habe letzte Woche gesagt 57. Da hat meine Freundin mich erstmal angerufen, hast du mir was verheimlicht? Ich sage, nein, ich bin 56. Also schon sehr, sehr lange Friseur. Ich wollte nie Friseur werden. Das war nie so meine Affinität. Aber mein Vater hat mir dann, ich wohne hier in einem kleinen Dorf in der Nähe von Münster, in Oelde, und hat mein Vater mir, wie gesagt, vor langer Zeit angeboten, mich doch auf ein Friseurinternat zu schicken. Und da war ich 15 und mein großer Lebenstraum ist, zu reisen und Menschen kennenzulernen. Und auch tatsächlich, und das meine ich auch wirklich so, Menschen etwas Gutes zu tun. Ja, und da hat Papa gesagt, du pass mal auf, da ist so eine Schule in Forchheim bei Meininghaus, also Meininghaus, da kannst du hin für ein halbes Jahr. Ich gesagt, mache ich, was soll ich denn machen? Friseur. Ich sage, okay. Also so bin ich tatsächlich dazu gekommen, Friseur zu werden. Und dann hat das da gestartet mit ganz viel Abenteuer, mit ganz vielen Erlebnissen. Wir haben einfach den schönsten Beruf, den es geben kann. Da selbst nach so langer Zeit sage ich das, er ist so vielfältig. Ich habe 57 Länder bereist mit dem Beruf, nicht als Tourist, als Akteur für die Industrie, als Akteur für mich selber. Ich habe Haare hochgesteckt. Ich habe mal als Make-up-Artist gearbeitet mit Patrick Cameron, damit ich mit ihm nach Südamerika reisen konnte. Ja, und irgendwann Salons eröffnet. Also es ist ganz, ganz viel zu erzählen und ich bin gespannt, was du heute alles aus mir rausholst. Naja, das Wichtigste ist ja, ich mache ja heute so ein bisschen nicht den Friseur, sondern ich mache ja so ein bisschen den Endverbraucher, sprich den Kunden im Salon. Ja, und natürlich interessiert mich am brennendsten für unsere User und unsere Zuhörer Calligraphy Cut. Ja, du hast was erfunden, was innovativ ist, was total speziell ist, was total viel Volumen macht. Ich könnte noch ganz vieles sagen, aber vielleicht sagst du erstmal, was das ist, was Calligraphy Cut überhaupt ist und warum und weshalb und wieso. Ja, ich fange mal ruhig mit dem Warum und Weshalb ich das erfunden habe an und dann komme ich automatisch auch, wie es funktioniert. Also ich habe in meinem Leben halt systematisch gelernt, die klassische Friseurausbildung. Toupieren, Dauerwelle, Schneiden mit der Schere und auch mit dem Messer. Und bin in meiner Karriere auch bei Vidal Sassoon gelandet, in London und in Hamburg. Und das sind ja die Haare Schneider in der Perfektion mit einer Schere. So, das habe ich alles trainiert bekommen und so. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, ich kann alles. Also ich möchte nicht vermessen sein, aber irgendwann hat man einfach das Gefühl, man ist fertig mit dem Lernen. Und Langeweile ist für mich ein Albtraum. Und dann habe ich einfach mal die Prozesse echt in Frage gestellt. So, warum machen wir das? Und jetzt mal die Frage an unsere Zuschauer und Zuhörer. Wie schneidet ihr eine Karotte, wenn ihr die durchtrennen wollt? Ja gut, brechen geht, aber Schere? Niemals. Immer Messer. Wie schneidet ihr Fleisch? Wie schneidet ihr Fisch? Obst allgemein. Wir nehmen fast immer eine Klinge, also ein Messer. Und wir nehmen fast nie die Schere. Wann nehmt ihr eine Schere? Eine Schere nehmen wir bei Stoff, Papier und Haaren. So, ich habe ja in meiner Ausbildung es so gelernt, man nimmt die Schere oder das Messer. Und dann nachher nur noch die Schere. Das Messer war für mich ein No-Go, weil es Haare schält, kaputt macht, stumpf macht. Also immer die Schere. Aber irgendwann habe ich einfach gedacht, warum? Ich habe das einfach mal in Frage gestellt. So, und dann kam ein echt toller Zufall. Ich habe einen Strauß Blumen gekauft. Das waren Tulpen im Frühjahr und bin dann aus dem Floristikgeschäft raus und die Floristin ruft noch hinterher, denken Sie dran, schneiden Sie die schräg an. Okay, warum? Dann halten die länger. Okay, ich bin dann Mann, ich brauche eigentlich nur pragmatisch, ich brauche nur eine Antwort. So, ich bin dann nach Hause und dann, ja, aber sie hat nicht gesagt, womit. Habe ich erstmal die gute Papierschere genommen, habe das versucht. Und wenn ihr jetzt ein Blütenstängel nehmt und wollt ihn mit einer Papierschere durchschneiden, dann zerdrückt dieser
diese Schere eben den Blütenstängel. Du siehst wirklich, wie so zusammendrückt, wieder auseinander geht. Klar, man quetscht den Blütenstängel ab, aber man schneidet ihn nicht ab. So, und da habe ich das erste Mal gedacht, okay. Aber nicht wirklich weiter hinterfragt, also einfach gemacht. So, und dann habe ich das gute Fleischermesser genommen, das Riesending, so ein richtiges großes Messer. Und habe mal geschnitten. So, und jetzt seid mal bitte bildlich bei mir, also mit dem Bauch und mit dem Kopf, also richtig mitfühlen. Wenn ihr so einen Tulpenstängel habt und ihr wollt ihn abschneiden, dann rutscht man oft am Blütenstängel entlang, dann fasert das so aus. Wenn man richtig im Winkel ankommt, kann man super schräg abtrennen. So, aber trotzdem flattert das immer noch an der Spitze. Eigentlich muss man den Blütenstängel da festhalten, wo man hinschneiden will. Dann geht's super, aber dann schneidet sie den Finger. Also irgendwie hat das alles nicht gepasst. Trotzdem habe ich es hingekriegt, habe aber dabei beobachtet, dass dieser Blütenstängel in der Spitze dann, das sieht toll aus, wenn man den sauber schneidet, Schere quetscht halt und beim Messer siehst du so richtig schön die Faserstruktur, das sieht richtig toll aus, das ist Faszination Natur. So, da habe ich mir schon mal gedacht, super, wenn man also so eine runde Faserstruktur, Blütenstängel schräg anschneidet, sieht es größer aus, nimmt es mehr Wasser auf und dann war das Ding auch aus dem Kopf in die Vase gestellt. Und dann nach 4-5 Tagen waren die halt hin und dann habe ich die aus der Vase rausgenommen. Und was ich da beobachtet habe, das war die Geburtsstunde von Calligraphy Cut. Denn die ganzen Blütenstängel, ich habe jetzt hier mal einen Gartenschlauch, ja, wenn du den schräg anschneidest, die Blume, und die fällt auf den Boden der Vase, dann muss sich dieser Blütenstängel so biegen. Das ist ein Naturgesetz, das geht nicht anders. Der kann sich nicht so biegen. Der muss sich so biegen. Und da habe ich mir gedacht, das ist geil. Das ist faszinierend. Und jetzt mal das auf Haare gemünzt, also so ein Gartenschlauch oder ein Blütenstängel, ist, funktioniert genauso wie ein Haar. Ist nichts anderes. Ist eine runde, längsgestreckte Faserstruktur. So, und wenn du die gerade abschneidest, ja, dann passiert gar nichts. Wenn das auf den Boden kommt, da passiert gar nichts. Schneidest du es aber schräg an, dann kriegst du so eine Bewegung rein. So, und alle Frauen wünschen sich Volumen für ihre Haare. Und das war dann so der echte Impuls, da habe ich gedacht, so, das ist jetzt nur ein Gartenschlauch oder 5 oder 10 Tulpen, aber eine Frau hat 80 bis 120.000 Haare auf dem Kopf. Und wenn ich es jetzt schaffe, diese Haare eben schräg anzuschneiden, aber perfekt, ja, dann ist das doch fantastisch. Und jetzt kommen wir ins Detail. Ich habe ja vorher gesagt, Blütenstängel, Tulpe, du nimmst ein Messer und gehst so an diesem Blütenstängel entlang. Dieses Ausfasern, was fast immer passiert, das passiert bei einem Messerhaarschnitt an Haaren. Weil der Winkel nicht richtig ist, von der Klinge rutscht man so am Haar entlang und das Haar wird flatterig und dann wird es stumpf und dünn. Genau, das ist das Negative. Genau, ja. Das wäre immer so eine Zwischenfrage von mir, ja, weil das ist ja oft so das, was ich jetzt als Friseur aus meiner Sicht beziehungsweise auch oft von den Kunden höre. Ich habe ja in meiner Ausbildung auch schon ja, mit einem Messer oder Sifter, wie man das damals genannt hat, gearbeitet. Und da war das so, dass ich sagen musste, okay, der erste Haarschnitt war geil. Aber dann, dann war nicht mehr dieser Effekt da, sondern das Haar wurde quasi immer dünner. Also sprich, wenn ich das dann versucht habe zu machen und ich bin ja ein organischer Friseur, also ich arbeite ja immer so, dass die Haare wirklich von alleine fallen, ja, dann funktionierte das nicht mehr. Und das klingt jetzt bei dir anders. Ist es so? Ja, das ist völlig anders. Und jetzt mal ganz ehrlich, Sven, wir werden in der Ausbildung zum Friseur wirklich systematisch und toll ausgebildet mit der Schere. Aber mit dem Messer... Das ist wieder Teil der Gesellenprüfung, Zwischenprüfung. Du lernst es entweder von irgendwelchen kreativen Friseuren, ja, auch tolle Friseure, aber du lernst es nicht wirklich. Also ist ein Messer eigentlich ein Ausdünn. Ich bin ja schon so lange Friseur, dass ich, als ich in dem Salon meines Vaters dann auch gearbeitet habe, da gab es dann so die ersten Kräfte, nannte man das damals, also die älteren Friseurinnen, die also dann noch vor mir gelernt haben, die haben alles mit Messer geschnitten. Warum? Weil die ganz bewusst das Haar so geschält haben und ausgedünnt haben, damit es sich, wenn es toupiert wurde, sich ineinander frisieren lässt. Aber das will heute keiner mehr. Also Messerhaarschnitt bin ich ein Gegner von, in der breiten Masse. Man kann es gut machen, aber in der breiten Masse bin ich dagegen. Also habe ich dann angefangen und habe versucht, diesen Prozess mit einer Klinge etwas zu durchtrennen, den zu optimieren. Und das hat angefangen 2006 mit meiner ersten Erfindung. Das hieß dann Curve Cut. Das war tatsächlich noch ein Messer. Warte mal, vielleicht können wir mal, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber vielleicht können wir mal das Bild von den Querschnitten mal einblenden, damit die Zuschauer einfach auch mal sieht man das? Ist die Regie? Seid ihr drauf? Schön. Ja, jetzt siehst du es vielleicht auch. Dann kann man ja mal so ein bisschen sehen, den Unterschied mal auch
wie das bei dir aussieht, wie das bei einer Schere aussieht und wie das bei einem Messer aussieht, weil ich glaube, das ist total, weil das ist total cool für unsere quasi Kunden draußen, ja, was wie macht. Und dann lässt sich natürlich auch ganz schnell erklären, warum Haar Bewegung hat oder warum Haar zum Beispiel Spliss hat. Ne? Und das sieht man hier schön auf der Grafik sehr, sehr gut, wie glatt deine Technik das Haar abtrennt. Das lasst mal die Grafik ruhig drinstehen, da kann ich super dran erklären. Also das ganz linke ist natürlich mit einem Messer geschnitten, ein Haar. Und das ist das, was ich eben meinte, dieses Bild des Blütenstängels. Wenn die Klinge nicht im richtigen Winkel zum Haar kommt, wird das Haar entweder geschält, ganz dünn, oder es wird gerissen. So, das sieht man hier super schön auf dem Bild ganz links. So eine Schere ist immer noch ein fantastisches Werkzeug, das wird es auch immer bleiben, wenn die Schere auch geschliffen ist und relativ neu ist, aber Realität im Friseursalon ist, die Scheren sind 2 bis 3 Jahre alt und werden kaum geschliffen. Aber auch wenn es eine neue Schere ist, eine Schere sind einfach 2 Schenkel, die aufeinandertreffen und da, wo sie aufeinandertreffen, stanzen sie, drücken sie zusammen. Das wird gequetscht, ne? Es wird gequetscht und das bei der teuersten Schere, das wird immer so passieren. Das ist auch nicht schlimm, das ist ja jetzt 500.000-fache Vergrößerung, ja, aber wenn ich doch die Möglichkeit habe, ein Haar auch so zu schneiden wie ganz rechts, also wie mit einem Kalligraphen, dass die Spitze ganz glatt ist. Ganz glatt heißt, das Licht wird reflektiert und das Haar glänzt in der Spitze, und zwar durch Haarschnitt, nicht durch Haarpflege. Es glänzt in der Spitze nur durch Haarschnitt. Und wenn das so glatt ist, könnt ihr mir wahrscheinlich alle folgen, wenn ein Haar, was so geschnitten ist, auf die Schulter stößt, also mittellang und langes Haar, kann es gar nicht splissen. Es rutscht entweder vorbei oder es kriegt diesen Bewegungsimpuls. Ja, und dadurch entsteht die Bewegung. So, und diese Bilder, die habe ja ich nicht gemalt oder gemacht, sondern ich bin, weil ich als Friseur, ja, ich bin mit der Technik angetreten vor 2006, am Anfang mit dem ersten Kalligraphen 2011. Und da habe ich natürlich von der gesamten Branche sehr viel Gegenwind gekriegt, weil ich einfach Prozesse, die immer gemacht haben, in Frage gestellt habe. So, und da wurde ich regelrecht verbal verhauen und total in Frage gestellt. Und irgendwann war ich es einfach leid. Und habe das dann riskiert, bin zur Fachhochschule Münster-Steinfurt gegangen, zum Professor Petersalm, habe ihm das vorgestellt, was ich da mache. Und er fand das so faszinierend mit dem Blütenstängel, Faserstruktur, schräg anschneiden. Das hat ja alles was mit purer Physik zu tun. Also das ist richtig Wissenschaft. Ja, und der hat dann das unter das Mikroskop gelegt, erstmal gesagt, Herr Braumann, wenn Sie möchten, machen wir eine Studie. Die können Sie in Auftrag geben, die ist unabhängig, auch wenn Sie bezahlen. Wir berichten frei und wir lassen uns nicht bezahlen. Ich sage, nee, wenn, ich will es auch wirklich unanfechtbar haben. Und das Ergebnis der Studie sind eben diese Bilder. Das haben wir dann veröffentlicht, diese Bilder. Und die gesamte Scheren- und Messerindustrie hat mich bis heute nicht verklagt. Und das ist ein Zeichen, dass es nicht falsch ist, ja, sondern dass es richtig ist. Weil wenn das nicht stimmen würde, dann hätte ich schon längst von irgendeiner Scherenherstellungsfirma eine Unterlassungsklage gekriegt. So, und jetzt mal die Schere ist weiterhin gut und kann ich auch sagen, aber ein Haar, was mit der Schere geschnitten ist, wird, das ist glaube ich logisch, wird nach 5 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen spätestens splissen. Und das Haar mit dem Kalligraphen geschnitten, das hält deutlich länger. Wenn es dann auch noch gepflegt wird, hält es bis zu doppelt so lang. So, und das ist das Versprechen, was wir mit dem Kalligraphen geben. Und jetzt, was auch nochmal ganz wichtig ist, Sven, links mit dem Messer, das passiert eben, weil die meisten Friseure am Messer nicht echt gut ausgebildet werden. Den Kalligraphen ganz rechts, auch dir, du bist ein toller Friseur. Ich habe viel von deiner Arbeit schon bewundert und gesehen. Ich würde dir den Kalligraphen nicht geben, ohne dich vorher auszubilden. Also jeder Friseur, der den Kalligraphen haben will, muss ein Training durchlaufen von mindestens 2 Tagen, egal ob er Meister ist oder Junggeselle. So, und dann fängt er auch an und dann haben wir verschiedene Level. Wenn er fertig zertifiziert ist, fangen wir an mit dem sogenannten Blackstar-Level. Und dann geht es nachher noch höher, sodass die Kundin tatsächlich auch die Wahl hat, je nach Level auch einen Preis zu wählen und eine Qualität zu wählen. So, das habe ich mir abgeguckt bei Sassoon, die haben das ähnlich. Nur wir haben es hier mit dem Kalligraphen gemacht. Okay, so, kann ich vielleicht mal, weil das ist ja auch ein total spannendes Thema, Preis, ja, vielleicht hast du mal für unsere Zuschauer einfach mal einen Preis, wo bewegen sich denn die Preise für einen Haarschnitt mit einem Calligraphy Cut, mit deinem Gerät? Okay, es gibt ja in Deutschland und Europa keine Preisbindung. Also ich darf dir, wenn du das in deinem Salon anbieten möchtest, nicht sagen, du musst jetzt dafür 100 Euro nehmen oder 50 Euro nehmen. Das ist mir verboten. Aber was wir machen, das will ich auch nicht vorgeben, weil es ja immer regional sehr unterschiedlich ist. Wenn du auf dem Dorf bist, an der Küste, kannst du nicht das gleiche Geld nehmen wie am Prinzipalmarkt in Münster.
Das geht nicht. Ja, also deswegen sagen wir empfehlen einen Aufpreis von 25% etwa. Und das ist im Bundesdurchschnitt circa 15 Euro Mehrpreis für den Haarschnitt. Mhm. Und der wird ohne Probleme bezahlt. Wir sind jetzt seit 2011 am Markt mit dem Kalligraphen. Das sind jetzt schon mehr gut 9 Jahre. Und wenn das nicht funktionieren würde, wäre ich heute nicht in deiner Sendung. Das heißt, der Endverbraucher ist bereit, diesen Preis zu zahlen und auch wiederholt zu zahlen. Und warum? Weil das Versprechen eben weniger Spliss, mehr Fülle und Volumen und einfacher zu stylen, das ist einfach so stark. Wenn du heute einer Kundin fragen würdest, was wäre es dir wert, mehr Fülle zu haben ohne Chemie und ohne Produkte, da wirst du mit 15 Euro immer sagen, wieso? So, für so wenig Geld, so viel Wirkung, das mache ich. Aber so würde ich Calligraphy Cut nicht verkaufen. Das kann man viel schöner machen. Aber dieser Preis ist eher bei uns Friseuren ein Problem im Kopf, aber niemals für die Kunden. Ich mache mal andere Beispiele. Es kommt irgendwo, zum Beispiel aus Brasilien, irgendeine neue Superfrucht nach Europa. Weil es die Frucht vorher nicht gab, ist der Preis völlig frei. Zumindest am Anfang. Du kannst nehmen, was du willst als Lieferant von so einer Frucht. Der Calligraphy Cut ist kein Messerhaarschnitt. Es ist kein Scherenhaarschnitt. Er ist ein Calligraphy Cut. Er ist einfach ein völlig neues Produkt mit einer anderen Wirkung, mit einer eigenen Ausbildung und einem eigenen Werkzeug. Und deswegen kann man dafür auch einen eigenen Preis nehmen. Und Kollegen und Kolleginnen, die das machen, denen empfehle ich immer, bitte sagt nicht, es kostet mehr, sondern sagt ganz einfach, das ist der Calligraphy Cut und der kostet bei uns X. Und meine Empfehlung ist etwa 15 Euro mehr, je nach Standort. Können dann in einem Randlage auf dem Dorf 10 Euro mehr sein, in der Stadt, in der Großstadt auch 25 Euro mehr. Okay. Ja, also mir ist ja wichtig, wie gesagt, ich habe ja die Endverbraucherposition hier, dass die Leute draußen einfach auch wissen, okay, ich sage jetzt einfach mal einen Durchschnittshaarschnittpreis, Schneiden, Föhn, Styling ist einfach bei 50 oder 60 Euro und ich habe dann halt zwischen 10 und 25 Euro in etwa Aufschlag. Ja? Aber wenn ich jetzt nochmal festhalte, du hast ja schon gesagt, okay, also definitiv eine tolle Schnittkante, eine tolle Bewegung, viel Volumen habe ich als gutes Gimmick einfach, wo ich sage, okay, das ist ja schon viel wert. So, jetzt sage ich, bei mir im Salon, okay, bei mir hält ein Haarschnitt, ich schneide zwar nicht mit dem Calligraphy Cut, aber ich schneide schon, oder nicht mit einem Calligraphen, aber ich schneide mit der Schere und bei mir hält ein Haarschnitt schon irgendwo auch 18, unter Umständen 12 Wochen. Ja? Das ist ähnlich wie du es jetzt mit deinem Gerät oder wie Friseure, die mit dem Calligraphen schneiden, hinbekommen. Ist das für dich auch so eine Durchschnittshaltbarkeit? Weil auch das ist ja echt eine brennende Frage, die draußen gestellt wird. Wie lange hält so ein Haarschnitt? Also was habe ich von so einem Haarschnitt? Also wenn deine Scherenschnitte so lange halten, dann muss ich sagen, Chapeau, das ist schon echt super. Trotzdem wird der Calligraphy Cut länger halten, weil der Schnittpunkt am Haar einfach anders ist. Und ich glaube, das ist jetzt gut erklärt und auch nachvollziehbar, weil der Schnittpunkt so sauber und so glatt ist, entsteht einfach durch das Föhnen, Anfassen, Berührung der Kleidung nicht dieser Reibungswiderstand und der Haarschnitt hält länger. Und wenn bei dir die Haarschnitte so lange halten, das heißt, dass du sehr, sehr konzeptionell und perfekt mit der Schere arbeitest, die gleiche Technik, so wie du das machst mit der Schere, die Vorgehensweise, die würdest du einfach nur mit einem anderen Werkzeug machen. Du änderst nur den Schnittpunkt wirklich der Haarspitze. Die Form, die Technik, die Abteilung, das Wissen, was du vorher hattest, das verändert sich überhaupt nicht. Wir lehren dich in diesen Seminaren einfach nur den Umgang mit diesem Werkzeug, sodass du es eben nicht wie ein Messer behandelst und nicht wie eine Schere. Ein Messer arbeiten wir oft flächig auf dem Haar. Mit dem Kalligraphen arbeiten wir wie mit einer Schere. Wir arbeiten echt Haar für Haar. Also am Punkt, Finger also direkt am Punkt, ja. Also wir gehen nicht. Genau. Quasi, weil das ist ja auch oft so ein Ding, wo unsere Kunden, also nicht unsere Kunden, aber wo Kunden oft dann zu uns kommen in den Salon und sagen, ja, das ist halt schön ausgedünnt worden. Und ist halt, ausdünnen ist ja für mich auch Modellierschere, ja, diese Zackenschere für euch da draußen. Ja, und da, ich muss ja sagen, ich bezeichne das Ganze ja immer so ein bisschen als Mogelhaarschnitt, ja, weil ich einfach sage, ja, mal schnell, zu wenig Zeit und dann wird einfach die Modellierschere genommen. Ich dünne da mal noch ein bisschen aus, ja. Und da bin ich bei der nächsten Frage. Ausdünnen, ja, jetzt sind wir ja hier bei uns in Deutschland, wir haben ja jetzt auch nicht die Kunden, ja, gerade wie in Südeuropa zum Beispiel, die halt wahnsinnig viel Haare haben. Ist denn der Calligraph für jedes Haar geeignet? Also von dünn bis dick, kann ich jedes Haar damit schneiden? Oder gibt es einfach Leute, wo diese Art des Haareschneidens komplett wegfällt? Also Sven, als ich angefangen bin mit Calligraphy Cut, habe ich auch meine Nische gesucht. Keiner hat sich spezialisiert auf feine, dünne
mitteleuropäische Haare. Und erst am Anfang habe ich die Technik echt entwickelt für feine Haare und alles darauf ausgerichtet. Aber mittlerweile, sind ja schon 9 Jahre, haben wir die Technik so weiterentwickelt, dass es für jedes Haar Einsatzgebiete gibt. Also ob du blondierte Haare hast, dünne, dicke, lockige, krause, lange, kurze, du kannst sehr, sehr kurze Haarschnitte machen. Wir können jeden Haarschnitt machen. Grafisch, perfekt gerade, dünn, ausgefranst und dünner machen wir nicht. Okay, das war ganz. Ja. Entschuldigung, ja, ich muss dich immer mal so ein bisschen, ja, wir Friseure, ja, zwei Redner. Ja, ja. Aber unsere Zuschauer, die wollen ja vielleicht mal ein paar Frisuren sehen. Vielleicht könnt ihr uns mal einfach ein paar Frisuren vom Kalligrafen einspielen. Kriegt ihr das hin? Dass ihr uns ein paar Frisuren einfach mal einspielt für unsere Zuschauer, das wäre ganz toll, dass wir einfach mal ein bisschen was sehen können. Und dann kann der Frank vielleicht einfach mal ein bisschen was dazu sagen. Weil vielleicht mal langsam, fangen wir einfach mal an, ja. Das ist ja jetzt eher so eine halbe Länge. Siehst du es? Kannst du es mit sehen, Frank? Noch nicht, bei mir kommt das immer etwas verzögert an. Noch kommt nichts an bei YouTube. Noch kommt nichts an? Wie sieht es aus da hinten? Jetzt habe ich es. Ja, du's. Die Blonde, die Kurze, genau. Ja. Die ist Polizistin aus Berlin. Die hat mich die Haare kalligrafiert. Also da sieht man das zum Beispiel. Das ist ein Bob, eine Boblänge, die ganz leicht gestuft ist und eben überhaupt nicht fransig, sondern relativ kompakt. Und ihr seht, wie schön leicht und locker die Spitzen schwingen. Und die Spitzen sind wirklich ganz fein, nur auf den Punkt schräg angeschnitten. Dadurch kriegen sie diesen Bewegungsimpuls. Und sie kann jetzt einfach in ihre Haare greifen, das hin und her werfen. Der Pony ist bei ihr noch sehr so eine Überlänge geblieben, so ein bisschen so ein Curtain Bang haben wir bei ihr gemacht. Curtain Bang, ich wollte gerade sagen, sind wir ja mitten im Trend, ja, ist natürlich cool. Ja, das haben wir in Berlin auch geshootet, letztes Jahr. Es ist auch ein Curtain Bang und naja, wie gesagt, sie ist Polizistin, sie brauchte noch eine Länge, die sie in so einen ganz kurzen Sportpferdeschwanz kriegt und der Pony sagte, den klipse ich dann weg. Also ein bisschen sportlich wollte sie auch als Polizistin sein und das haben wir, glaube ich, sehr gut hingekriegt. Also man sieht hier sehr schön, ja, das ist eine sehr kompakte Form, aber die trotzdem weich ist in der Spitze, aber eben nicht ausgedünnt. Bei uns geht es nicht ums Ausdünnen. Genau, und das ist für mich jetzt auch als Friseur, ja, für die Zuschauer gesprochen, einfach ganz wichtig. Es geht nicht ums Ausdünnen, weil das ist ja oft das, was verbunden wird mit Modellierschere, mit Messer, ausdünnen. Wir dünnen nicht aus. Also sprich, hier sieht man es total toll, wie die grafische Linie unten geschnitten ist und es ist für mich so als Friseur ein ganz, ganz toller Fall. Ja? Habt ihr noch ein paar Bilder für uns, dass wir so ein bisschen was sehen können? Lass das mal kurz stehen, da kann ich gut was zu sagen. Das ist nämlich die Anastasia, die kommt aus eine blonde Griechin, eine wunderschöne Frau und das muss man mal sagen, das ist ein Profimodell. Na, geht mal zurück wieder auf die Blonde. Ja, das ist ein Profimodell und Profimodellen, das weißt du Sven, den darfst du nicht die Haare schneiden, die wollen nicht verändert werden. Die wollen nie verändert werden, genau. Nein, und ich habe ihr gesagt, pass mal auf, ich schneide dir wirklich nur einen Millimeter ab, aber ich verändere deine Haare so, dass du sie leichter frisieren kannst. Ich lasse sie kompakt, aber ich mache sie in der Spitze leichter, dass du es viel, viel einfacher hast, unterschiedliche Stylings zu machen. Und als Model musst du ja flexibel sein im Styling. So, da habe ich letztes Jahr die Haare kalligrafiert. Und die liebt das und geht jetzt immer wieder in Berlin zum Calligraphy Cut, weil sie sagt, ich habe meine Haare noch nie so einfach stylen können. Und das ist ja für die Profis gerade wichtig. Ich habe sie noch nie so lange gesund gehabt ohne Spliss. Also das ist ein absoluter Bestseller, der Calligraphy Cut. Und die anderen, die ihr gerade noch gezeigt habt, das waren dann auch Modelle aus dem Shooting mit längeren Haaren. Und das auch alles Mädels, die vielleicht noch mal ein langes sehr viel... Für uns? Ja, ein langes Haar. Das ist mal ein langes Haar, weil wir haben ja auch sehr viel Zuschauer, die ganz lange Haare haben. Ist das... eignet sich es dafür? Ich sehe es hier, sieht auf jeden Fall toll aus. Ja, du, ich würde sogar sagen, die Hauptzielgruppe, da ist ja mit den langen Haaren, die Hauptzielgruppe bei uns sind tatsächlich Frauen mit langen Haaren, weil wir mit dem Kalligrafen sogenannte unsichtbare Stufen ins Haar schneiden können. Also mit der Schere siehst du, wenn du das Slicen nicht perfekt beherrschst, siehst du relativ schnell Schnittpunkte. Beim Kalligrafen siehst du niemals einen Schnittpunkt. Der schneidet so butterweich, dass du wirklich, wir nennen das auch Luftpolster, aber es ist kein Aussinn, nochmal, Luftpolster oder ganz leichte unsichtbare Stufen ins Haar bringen kannst, sodass die Kundin immer noch den Charakter hat von Haaren auf einer Länge. Aber trotzdem hat sie diese leichte Bewegung, die nur so oberflächlich und in sich ist, aber keine durchgestuften Haare. Ganz wichtig. Und das geht zauberhaft mit dem Kalligrafen. Das sieht man hier sehr schön bei Tia. Hm. Ja. Und wie sieht es bei Locken aus? Bei Locken haben wir die Möglichkeit, da haben wir uns jetzt auch seit einem halben Jahr darauf spezialisiert, auch mit Unterstützung von Meininghaus in Forchheim, die ja Lockenspezialisten sind. Wir können die Locken tatsächlich so in Richtung schneiden, dass sie sich enger locken, also lockiger werden und wir können sie etwas beruhigen. Wir können sie natürlich nicht glatt machen, aber wir können Locken tatsächlich perfekt schneiden, weil die Locke gibt ja schon eine Richtung vor. Ich zeige das mal ganz kurz mit dem
nochmal mit dem Gartenschlauch, weil das ist echt ein perfektes Beispiel. Wenn man ihn schräg anschneidet, dann fällt er immer in die Richtung, wohin du ihn angeschnitten hast. So, und der Gartenschlauch, dem ist das egal. Du könntest ihn auch jetzt, sagen wir mal, das ist ein hängendes Haar und ich möchte jetzt, dass es sich da bewegt, dann schneide ich es von links nach rechts an. Und dann kriege ich den Fall von links nach rechts. Wenn ich will, dass der Fall von unten nach oben ist, dann schneide ich das Haar von unten nach oben an, dann fällt es so. Von oben nach unten, genau das Gleiche. So, und jetzt stell dir vor, das Haar hat schon eine Biegung, sagen wir, es ist eine Locke, und ich möchte jetzt, dass die sich intensiver lockt, da muss ich die Locke nur erkennen oder die Bewegung, ich schneide mit der Bewegung und die Locke wird sich bei jeder Berührung enger locken. Würde ich sie von da schneiden, ist es eher eine Beruhigung. Also ich kann mit dem Anschnitt des Kalligraphens, weil der immer perfekt ist, nie ausfasert, das Haar immer so steuern, dass ich den Fall manipulieren kann. Und das ist natürlich perfekt für Locken, weil da ist der Fall in der Spitze wichtig. Und das noch eben sagen, Sven, bei Locken, alle, die Locken haben, wisst ihr, wie wichtig es ist, die wissen, wie wichtig es ist, dass Locken leicht sind in der Spitze. So, und wir machen eben dadurch, dass wir die Spitze so schräg anschneiden, wird sie tatsächlich ein Müh leichter, aber das reicht, dass sie aktiviert werden, die Locken. Hast du toll beschrieben, ja, ich kann es gar nicht mal, weil Lockenkunden, ja, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber Lockenkunden ist ja wirklich so, dass die ganz oft ganz unglücklich sind, einfach weil, ich sage immer, eine Locke, die wird von einem guten Friseur so geschnitten, dass sie quasi wie ein Zahnkranz fällt, also sprich, dass die ineinander weich fallen. Und das hast du jetzt für mich jetzt, ja, ich meine, ich bin ja schon auch kritisch, ja, dass ich sage, genau wie du es jetzt beschrieben hast, genau so muss es geschnitten sein. Und eine kritische Frage habe ich noch. Also Lockenkunden, für die ist es ja wirklich ganz oft so, dass die dann schon diese ausgefaserte, trockene Spitze haben, weil wir ja schon, die Schuppenschicht steht ja schon bei einer Locke ab, einfach aufgrund der Biegung, weil die Locke aufsteht. Richtig? Ja, da habe ich eine tolle Antwort für, wie wir das verhindern können. Du hast ja die Möglichkeiten, Haare klassisch, so als breites Band, wie so ein Curtain, also wie eine Gardine, runterzuziehen. Und dann schneidest du Haar für Haar. Bei Locken machen wir das anders. Dann nehmen wir suchen die Locke, bündeln sie zusammen. Wir nennen das dann Pinschen. Also wir nehmen die Haare wirklich alle zusammen. Also ohne Spannung. Ja, genau. Und dann schneiden wir sie schräg an in die Richtung. Und dann passiert genau das nicht, was du befürchtet hast. Also das Haar bleibt geschlossen, gebündelt, es wird nicht ausgedünnt und es kriegt komplett diesen Impuls. Und was schöne Ergebnis, was du dann hast, dass sich Locken auch so separieren und dass es so eine Art Schillerlocke wird bei den Kunden. Also aber eine gebündelte Locke, also keine aufgerissene. Genau. Vielleicht habt ihr das Bild nochmal an die Regie? Habt ihr das Lockenbild nochmal? Das andere, was nicht ganz so ausfrisiert ist, das ist ganz cool, glaube ich, mal zu sehen, wie man noch ein bisschen kürzer die Haare. Das ist ja wirklich ein tolles Langhaarmodell. Ich sehe sie schon bei mir im Chat mit den lockigen kurzen Haaren. Ne, noch ein weiter. Das ist mit langen Haaren und ausfrisiert, genau. Okay, da müssen wir die langen, dann gibt uns einfach die langen Haare. Nochmal, hier sieht man es auch. Das ist ja auch eine schöne Welle, einfach wahrscheinlich geflochten und getrocknet. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, genau. Ja, das war, glaube ich, ja genau, das war so, da ist sie, genau. Ein zu weit. Ja, besser die mit den kurzen Haaren, da könnte man super sehen, dass das Haar wirklich sich bündelt und springt. Aber man muss für Frauen oder für Kundinnen mit lockigen Haaren auch, die brauchen auch wirklich Hilfe im Styling. Die müssen wirklich wissen, was sie mit ihren Haaren zu machen haben. Lockige Haare brauchen den ganzen Tag über Feuchtigkeit. Die muss man immer mal wieder was in die Spitzen machen und dann wird das so eine richtig traumhafte, spiralige, gebündelte Locke. Also ich sage ja immer, eine Locke sollte man einfach locken lassen. Ja. Ja, und das sollte man unterstützen. Ich hatte gerade jetzt ein Video und dann hatten wir ein lockiges Modell und dann wurde ich ganz oft in den Kommentaren gefragt, ja, ich hätte sie gerne mal ausgeföhnt oder geklättet gesehen, wo ich sage, ist für mich als organisch arbeitender Friseur ein No-Go, weil dieses Modell oder diese Dame wird nie ihre Haare ausföhnen oder ausklätten können, weil so ein Wahnsinnsaufwand ist, ja, vielleicht mal zum Ausgehen einmal im Monat, aber natürlich nicht immer. Ja. Genau. Aber du hast ein schönes Stichwort gesagt und zwar das Thema Styling, ja. Gibt es für den Kalligraphen besondere Styling-Tipps? Gibt es besondere Produkte, die wir verwenden sollten, wenn wir uns mit einem Kalligraphiker schneiden lassen haben? Ja,
Wir haben tatsächlich auch zwei eigene Produkte von Calligraphy Cut. Das eine ist die sogenannte Hydro-Spray. Das ist ein Aloe Vera-Spray, was man in die Spitzen reinsprüht, in das Haar reinsprüht. Das ist mit etwas Hitzeschutz und einem sogenannten Anti-Frizz. Das bündelt das Haar etwas, vor allem in der Spitze, und schafft Glanz nur durch Aloe Vera. Sonst nichts anderes drin. Das nehmen wir also beim Schneiden mit dem. Ist rein organisch. Das ist 100% und rein organisch. Das kannst du trinken. Ich würde es bitte aber nicht tun. Okay, Vorsicht. Man weiß ja nicht, was für Allergene jemand hat und so. Das kann ja sein, dass jemand auf Aloe Vera allergisch reagiert und dann habe ich nachher hier ein Problem. Nein, aber das ist wirklich so organisch, da ist gar nichts anderes drin. Und dann haben wir eben ein Produkt, wo Aloe Vera sehr konzentriert drin ist. Es ist ein Gelee, was man in die Spitzen macht. So, wenn man jetzt eben keinen Zugriff auf unsere Produkte hat, dann bin ich mir sicher, dass eure Friseure mit Sicherheit eine Empfehlung haben, kalligrafierte Haare brauchen ganz, ganz wenig Pflege nur. Also wenn das Haar mehr Pflege benötigt, dann wird euer Friseur euch bestimmt eine tolle Empfehlung geben mit seinen Produkten, was ihr dann braucht. Aber der Calligraphy Cut an sich, der braucht fast keine Pflege. Der braucht nur ganz, ganz leichte. Denn wir leben ja von der Natürlichkeit der Haare. Wir wollen ja eben nicht dieses geglättete und geköllte und ausgeföhnte, sondern der Calligraphy Cut frisiert das Haar schon von alleine. Der Friseur bringt das Haar in die Richtung, in die ihr es haben wollt. Und alles, was ihr als Kundin machen müsst, ist, das Haar entweder trocknen lassen oder mit dem Föhn leicht trocknen, vielleicht ein bisschen für den Glanz eine Bürste und dann nur zur Gesunderhaltung der Haare Produkte nehmen. Und da bin ich mir sicher, dass euer Friseur da immer den Tipp hat, den mit einem Produkt, was ihr dafür benutzen könnt. Ich weiß, das hören zwar Friseure nicht so gerne, ja, aber ich halte es ja immer gerne ein bisschen allgemein, weil es ja schon so ist, dass es auch ganz viele Leute da draußen gibt, die haben natürlich schon in eher nicht so großes Budget, ja, und ja. Ich bin immer ein Freund davon, auch denen eine Chance zu geben, irgendwo ein gutes Produkt zu nehmen. Und da ist natürlich, wenn ich oft für unseren Kanal einkaufen gehe, bei DM, bei Rossmann, ja, dann ist natürlich die Produktbreite riesig. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist einmal, also ein Feuchtigkeitsspray wäre ja auf jeden Fall erforderlich für den Calligraphen. Ja. Und also wie sieht es mit Volumenfestigern aus, um zu unterstützen? Ganz ehrlich, brauchst du nicht wirklich, weil das Wichtigste, was ein kalligrafiertes Haar braucht, ist ein liebevoller Umgang der Trägerin oder des Trägers mit den Haaren. Wieder mal der Gartenschlauch. Jedes Mal, wenn du es anfasst, kriegt es Bewegung. Und ich kann immer nur allen empfehlen, die ein Calligraphy Cut haben, ihre Haare öfters am Tag einfach mal liebevoll zu kneten. Durch jede Berührung kriegst du automatisch das Volumen. So, wenn man natürlich für eine Festlichkeit oder, ach, schön wär's, rausgehen, Party, Theater, dürfen wir ja nicht. Ja. Aber es kommt ja wieder. Wenn du also da mehr Stabilität möchtest, dann gibt es ja ganz viel an Fixierern, die du benutzen kannst. Also Schaum, Gel, Spray. Aber an sich für den Calligraphy Cut, so wie ich ihn erfunden habe, ist es eigentlich nicht gedacht. Es lebt von der Leichtigkeit im Tragen und von der Natürlichkeit. Und das, glaube ich, ist auch Zeitgeist. Da habe ich im Moment einfach Glück. Naja, ich glaube, du hast deine Endverbraucher, du hast deine Kundinnen gut ausgelesen. Ich glaube, mit Glück, ja, das ist ja das, wo ich auch sage, ne, wenn ich einer Kundin eine Stunde die Haare föhne als Friseur, dann ist es toll, wenn sie ausgeht. Aber es ist natürlich für jeden Tag, das machen ganz, ganz wenige. Ja. Und deswegen sind diese Art natürliche Haarschnitte, und deswegen hat es mich auch begeistert, dich einzuladen hier zu diesem Interview, weil ich das einfach total toll finde, wie du das mit deiner Technik halt kannst. Ja. Also Sven, ich habe vielleicht noch einen Tipp, weil du sagtest, für Kundinnen oder Kunden, die vielleicht im Moment einfach weniger Budget zur Verfügung haben, da habe ich auch einen ganz, ganz klaren Tipp. Bitte nicht selber die Haare färben. Dann lieber nicht färben und warten, bis das Budget zusammen ist für einen guten Friseur. Dieses selber Färben, dunkel oder hell, das macht die Haare, das ist das Schlimmste überhaupt für die Haare. Und dann mit Styling- und Pflegeprodukten, wenn man sich das halt beim Friseur exklusiv nicht leisten kann, dann auch tatsächlich vielleicht in der Drogerie oder so ausprobieren. Wirklich gucken, was liegt dir, riecht da dran, nimm mal was in die Hand, eine Probe. Und wenn du dann ein gutes Gefühl hast, dann ruhig auch mal testen. Aber mit Produkten kann man nicht so schnell was falsch machen, wie sich selbst die Haare zu färben oder aufzublondieren. Ja. Absolut, da bin ich ganz bei dir. Aber hier, ich kriege gerade von meiner Regie einen großen Zettel hochgehalten. Wir haben Zuschauerfragen. Was gibt's denn? Was habt ihr denn Schönes für uns? Ob es ein Wechsel zwischen Schere und Calligraphy Cut problemlos möglich ist? Eine Frage ist, ob ein Wechsel zwischen einem Scheren-Schnitt und einem Calligraphy-Schnitt problemlos möglich ist. Also geht das von einmal aufs andere Mal oder braucht es ein Stück weit Übergangszeit?
Also wenn man vorher die Schere bekommen hat, kann man natürlich sofort auf den Calligraphy Cut wechseln und umgekehrt auch. Aber ich glaube, die Frage ist so ein bisschen anders auch gemeint. Ist nämlich, ich lese das hier auch gerade bei Umzug oder Dienstreise, wenn kein Calligraphy Cut Friseur in der Nähe ist. Es sind mittlerweile 1200 Salons in ganz Deutschland. Dieses Ballungsgebiet, Ruhrgebiet sind die meisten, dann um Berlin herum und um München, aber es werden immer mehr werden, und wer einmal die Vorteile des Calligraphy Cut so richtig für sich genossen hat, der fährt dann auch gerne mal eine halbe Stunde mit dem Auto. Und eigentlich sollte immer in einer halben, dreiviertel Stunde Entfernung auch ein Calligraphy Cut Salon sein. Also ja, man kann von einem zum anderen wechseln, aber wenn man einmal die Liebe für diesen Calligraphy Cut gefunden hat, bleibt man meistens dabei. Ich weiß, viele unserer Kunden, wir machen das ja schon lange, die, wenn man sich an die Qualität gewöhnt hat, dann meint man nachher auch mal, ach, ich nehme mal wieder die Schere, ich probiere das mal. Und dann sage ich immer nur, viel zu wittlich, jetzt bitte die Scherenschneider nicht angegriffen fühlen, aber in einem reinen Calligraphy-Cut-Salon, wenn jemand dann doch die Schere will, sagt, willst du wirklich das Schlechtere? Es ist ja nicht das Schlechtere. Ja? Ja, also. Ja, ich weiß, es ist ja nicht das Schlechtere, aber es ist anders. Und ich sage dir, Sven, du bist ja eben auch Friseur und jetzt fragst als Kunde, aber das hat Suchtfaktor als Friseur. Wenn man sich da kindlich entdeckt und sich drauf einlässt und dieses Werkzeug faszinierend annimmt. So, du bist wie lange Friseur? Schon mehr als 10 Jahre, ja? Danke, ja, mehr als 25, bitte. Aber okay. So. Okay, du hast alle Technik mit der Schere schon gelernt. So, alle Reaktionen der Kunden mit deinem Scherenhaarschnitten, die kennst du. Die sind nur noch andere Reaktionen, wenn du mal wirklich eine komplette Veränderung machst, ein neuer Look entsteht oder so. Wenn du aber jetzt mit all deinem Wissen das Gleiche machst mit einem Kalligrafen, wird deine Kundin anders aussehen. Und sie wird auch anders reagieren. Sie wird komplett anders reagieren, weil wenn du mit dem Kalligrafen am Haar schneidest, das ist ja eine Klinge, und das hast du eben schön gesagt, wir schneiden immer am Spannungspunkt. Das heißt, wir ziehen an dem Haar natürlich zart, ja, und da, wo der Spannungspunkt am höchsten ist, ist da, wo die Finger sind, ja. Ich ziehe die Haare zu mir hin, und da, wo der Finger ist, da ist der Spannungspunkt. Und da kann ich, da ist eine Klinge drin, kann ich problemlos mit dem Kalligrafen an den Finger kommen, ich schneide mich niemals, und kann genau da die Haare eben abtrennen. Und weil das da ist, wo die Spannung ist, spürt die Kundin in dem Augenblick, wo du kalligrafierst, spürt ihr ein Ziehen an der Kopfhaut. Kein Reißen, kein Schmerz. Die sagen immer alle, es ist irgendwie wie eine Massage. Ist ganz angenehm. Tut's weh? Nein, es tut nicht weh. Und wenn die sich erstmal daran gewöhnt haben, dann ist das plötzlich wie so eine sinnliche Berührung. Wir dürfen Menschen nicht mehr wirklich richtig berühren. Ein Calligraphy Cut, das verspreche ich euch allen, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Es ist wie eine liebevolle Massage der Kopfhaut. Also ich hoffe, also das gerade nach Corona noch besonders. Ich hoffe, dass meine Kunden dann jetzt von mir noch einen Scherenhaarschnitt wollen. Ja, also ich bin auf jeden Fall total begeistert von der Technik, wie du schon sagst. Ich habe natürlich über viele Jahre Erfahrung sammeln dürfen, im Kunden glücklich machen, habe aber auch schon die ein oder andere skeptische Meinung zu Schnitten wie Messer, wie Modellierschere und so weiter, und bin da auch ja doch schon ein Stück weit auch skeptisch eingestellt. Also die Dinge, die du mir jetzt erklärt hast, fand ich total toll. Also ich werde definitiv einer sein, der es ausprobiert. Dankeschön. Werde es halt auch kritisch ausprobieren, aber ich kann dem, was du mir gesagt hast, folgen. Ich als Friseur, jetzt frage ich dich mal ausnahmsweise als Friseur und nicht als Endverbraucher, sage, wenn ich diesen Kalligrafen-Schnitt mehrfach hintereinander habe, brauche ich zwischendurch mal einen kompakten Scherenschnitt oder kann ich das immer hintereinander machen? Kann ich immer mich kalligrafieren lassen oder nicht? Du kannst es jedes Mal kalligrafieren, auch wenn die Kundin einen Besuchsabstand hat von 4 Wochen oder weniger. Also 2 Wochen ist natürlich, aber das haben wir ja nicht nur im Barbershop, und das ist auch nicht so das Haupteinsatzgebiet von diesen Fades und so, das machen wir halt nicht mit dem Kalligrafen, im Barbershop sonst schon. Aber du kannst tatsächlich jeden Haarschnitt wieder machen, weil du kannst auch, Sven, weil wir ja die Haare nicht bei der Schere, wenn ich jetzt, sag mal, hier ist die Kopfhaut, der Kopf, ich ziehe hoch und schneide ab, dann ist immer mindestens Fingerdicke, ja, die ich abschneide. Beim Kalligrafen ziehe ich die Haare hoch, die Haare sind hier und ich schneide hier. Also ich schneide auch, also wenn, wie gesagt, die Kundin ist unter mir, ich schneide dann auch da. Das heißt, ich habe nie die Fingerdicke als Mindeste, was ich abschneiden muss, sondern gar nichts dazwischen. Also ich kann ein Mühe ist übertrieben, aber ich kann 1 Millimeter abschneiden,
und nach oben hin natürlich alles. Das heißt, ich kann jeden Haarschnitt bei jedem Mal wieder nachschneiden. Das hat sich verändert. Ganz am Anfang mit der ersten Generation des Kalligraphens haben wir wirklich gesagt, nach jedem dritten Haarschnitt einmal die Schere. Ist heute totaler Blödsinn, weil wir wirklich auch eine Schnittlinie, ich glaube, das ist auch ganz logisch, wenn ich jetzt ein Haar ziehe, ich kann mit dem Kalligraphen zum Beispiel am Haar ansetzen, also ich kann ein Haar nehmen, am Haar ansetzen, ich kann in eins ziehen. Dann kriege ich eine Linie, die ist so glatt und so sauber wie mit einem Lineal gezogen. Ich kann mit dem Kalligraphen pulsierend schneiden. Das heißt, ich nehme ihn, das ist ja unsere Hauptbewegung, und pulsiere beim Schneiden. So, gehe dann am Finger entlang. Es ist ganz logisch, dass so hoch wie der Kalligraph pulsiert, ja, diese Bewegung, der Radius, das ist dann die Höhe der fransigen Linie, die ich schneide. Und das kann ich ja variieren. Ich kann das ganz, ganz kurz machen. Ich kann das ganz lang machen. Das heißt, ich kann beim Haareschneiden sofort entscheiden, will ich eine sehr weiche Linie, dann mache ich lange fließende Bewegungen, oder ich mache ganz kurze. Und dann habe ich eine ganz definierte, ganz leicht in der Spitze fransige Linie. Also du kriegst, und das ist das Schöne für die Friseure, du kriegst eigentlich in einem Gang die Schnittlinie sofort fertig. Ich habe okay, was wir müssen bloß ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu technisch werden, weißt du, weil wir haben ja keine Friseure als Zuschauer, wir haben ja so die Leute, die unsere Haarschnitte tragen sollen und die den Kalligraphiker tragen sollen. Aber du hast noch was. Naja, da ist meine Erfahrung, dass auch wir Friseure sollten ruhig öfters über das sprechen, warum wir es machen und wie wir es machen. Unbedingt. Das ist echt auch unsere Erfahrung, weil die wollen schon wissen, warum du was machst und weshalb. Und wir machen das, wir werden ja ausgebildet, ganz lange trainiert. Das ist ja nicht Scharlatanerie, sondern das ist ja hohes Handwerk, handwerkliche Kunst. Und darüber zu sprechen, welche Technik man macht, ich glaube, das interessiert viele Kunden. Das machen wir viel zu wenig, viel zu wenig. Also da hast du, also bin ich voll bei dir. Wir haben ja auch ein spannendes Interview zum Thema Kommunikation gehabt. Wie sage ich es meinem Friseur? Ja, der wird auch noch auf dem Kanal erscheinen. Und da war wirklich, ist ganz oft so, dass wir festgestellt haben, dass unsere Kundinnen da draußen überhaupt nicht gewusst haben, was tun wir eigentlich, ja, weil wir nicht drüber gesprochen haben. Also von daher absolut okay. Ist halt wichtig und sollte auch so sein, ja. Habt ihr noch weitere Fragen? Gibt es noch irgendwas, was die Leute draußen interessiert? Wie ist der Zeitaufwand? Zeitaufwand wäre hier noch eine Frage, die ich sehe. Frank, wie lange dauert so ein Haarschnitt? Genauso schnell wie mit der Schere oder schneller. Langsamer ist man nur am Anfang, aber das sind wir immer mit allen Dingen, die wir neu lernen. Da brauchen wir etwas länger. Aber nach, ich würde sagen, spätestens 10 Haarschnitten bist du schon bei der Geschwindigkeit wie mit der Schere. Und wenn du dann noch mehr Erfahrung hast, also ich würde heute einen perfekt ausbalancierten, perfekt in der Linie geschnittenen Haarschnitt in 15 bis 20 Minuten schaffen. Und ohne Styling hoffe ich, oder? Nein, ohne Styling. Das Styling dauert dann natürlich nochmal mindestens die gleiche Zeit. Also für Styling sollte man sich auch Zeit nehmen, weil wir nutzen das Styling auch immer, um dann eben unseren Kunden auch Tipps zu geben, wie einfach und unkompliziert es sein kann. Eben nicht als Kunstwerk, sondern einfach unkompliziert, wie kannst du es variieren mit einfachen Schritten. Und dafür nehmen wir uns dann auch die Zeit, weil mir immer wichtig ist, dass Haare, wenn sie fertig sind, egal wie natürlich der Look ist, Haare sollen glänzen, okay. Weil dann glänzt auch die Kundin. Styling-Produkt, hast du einen Tipp? Also ins trockene Haar dann? Ja, ins trockene Haar einfach leicht, ganz, ganz leicht ölige Produkte. Es gibt von Calligraphy Cut ein Sealing Serum, das ist auch reines Aloe Vera. Aber wenn man das eben nicht hat, dann ein ganz leicht öliges Produkt, was das Haar eben in der Spitze etwas bündelt, aber auf jeden Fall die Beweglichkeit und die Leichtigkeit lässt. Und da gibt es ja unendlich viele auf dem Markt. Also Wachs, denkst du, ein Haarwachs ist eher zu schwer? Wachs verklebt, macht zu schwer. Wir wollen ja die Leichtigkeit der Spitze haben. Nein, Wachs ist zu schwer. Ein Gelee, wenn es leicht trocknet und sehr viel Wasser in sich hat, dann geht auch ein Gelee. Kann sogar ganz schön sein bei Locken. Frisiercreme, super, ja. Darf nicht zu schwer sein, nicht zu viel Fettanteil. Also auch am besten wasserlöslich. Dann kann man auch sehr, sehr gut Frisiercreme nehmen. Sehr gut sogar, ja. Also Feuchtigkeitsspray in die nassen Haare mit Hitzeschutz auf jeden Fall. Ja, Handstyling, einfach nochmal zusammengefasst, also eher pusten, wenig überstylen, wenig Bürste, nur so ein bisschen, um die Bewegung aufzunehmen und hinterher leicht ölige Produkte, aber nicht zu fetthaltig, genau, um den Schwung einfach mitzunehmen.
Hast du wunderbar zusammengefasst. Dankeschön. Sehr schön. So, gibt es jetzt noch irgendwas von der Regie, was ihr noch habt an Fragen, was unbedingt noch beantwortet werden muss? Also ich fand es, wir haben ja ganz viel Informationen reingepackt. Ich fand es ziemlich cool. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Frank, hast du noch was du uns mitgeben willst? Oder den? Ja, vielen Dank an Anna-Marie Rohling. Sie schreibt nämlich gerade, sie hat ihren ersten Calligraphy Cut in Oelde bekommen und ist total begeistert. War echt klasse. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, das ist auch schön, mal so ein Endverbraucher-Feedback zu haben, weil das ist ja das, was nicht wir, also wir machen schon die Qualität, ja, aber ob es wirklich gefällt, das sagt ihr da draußen, ja, und das ist natürlich halt immer wirklich wichtig. Also Frank, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Interviewgast warst. Das hat mir echt Spaß gemacht und ich habe wieder mal einen Friseur getroffen, der genauso leidenschaftlich ist wie die ganze Branche und der genauso leidenschaftlich wahrscheinlich wartet, dass wir unsere Salons wieder öffnen dürfen. Ja. Du bist ein großer Erfinder für mich. Also ich finde es cool. Ich bin zwar ein Scherenschneider, bin aber immer total offen und ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Wir haben jetzt eine Mitarbeiterin schon im Salon, die wir jetzt eingestellt haben. Die Calligraphy kann. Ja, ich bin gespannt. Wenn wir wieder offen sind, werde ich mir das anschauen. Wir, denke ich, werden uns auf jeden Fall nochmal wiedersehen, weil ich will von dir gerne mal noch ein paar Sachen sehen und ich denke, unsere Zuschauer auch. Euch da draußen danke ich erstmal für die Geduld, dass wir es nicht ganz um 18 Uhr geschafft haben, aber wir werden besser, ich verspreche es euch, wir werden besser mit der Technik. Die Regie, die nehme ich mir gleich vor. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Interview wiedersehen. Bitte abonniert den Kanal, wenn es euch interessiert. Unten die Glocke nicht vergessen. Ich finde es total spitze und ich freue mich aufs nächste Mal und vielen, vielen Dank und ein schönes Wochenende. Und dir, Frank, vielen Dank, dass du da warst und halt die Ohren steif beim Restart. Mach ich. Danke dir. Ich komme gerne wieder. Dankeschön. Freue mich. Bis bald. Bis bald.